Okay. Das könnte schwieriger werden. Ich versuche trotzdem mal. Ne, das schaffe ich nicht. Zurück zu diesem kleinen Rätsel. Ich muss es doch irgendwie schaffen. Dass ich das andere Ding da weiter kriege. Ups. Ich muss wieder 2D werden. Okay, irgendwie komme ich da unten auch hin, aber... Pizza. Ich möchte mich ja fast selbst hauen. In 3D-Ansicht gehe ich in diesen Keller. Ich freue mich mal tierisch über die Flattermäuse. Von wie Fleder. Ja, ich habe die Tür aufgemacht. Yeah. Eine Falle. Eine große Scheißfalle. Freigeschaltet, Stern! Nee, erste Amuletthälfte. Schön. Genau, lass doch deinen... Oh, Titelbildschirm. Evoland. So, neue Aufnahme, neues Glück, Evoland. Und ich fahre fort. Ja, genau, wir sind in dieser Höhle stecken geblieben. Und ich nehme wieder meinen... Schwert, weil es mehr Spaß macht als der Pfeil. So, schieben, schieben.
das Tor geht auf. Genau, jetzt bin ich wieder in dieser Hütte, wo ich gegen alle kämpfen muss, die mich hier mit Feuer beschmeißen und so. Und ich bin total nicht gut im Spiel. Evoland. Ich versuch's nochmal. So, nochmal hier schieben. Versuche es mal ganz frech mit meinem Bogen. Vielleicht habe ich ja damit mehr Glück. Ups. Scharfschütze, ups. Weg. Okay, ich kann den Zauber anscheinend nicht mit den... Der Mann nervt mich. Komm. Okay, mit dem Pfeil geht das schon mal geiler. Aber auch nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Mindestens bin ich die ganzen Skelette so losgeworden. Ich versuch's nochmal mit der Aktion, bevor ich dann hoffentlich dieses scheiß Feuergedöll. Ich hasse diese Zauberer und ihre Feuerbälle, das sagt so nicht klar. Ey. Wieso machen die mich so fertig? Das fängt ja schon mal gar nicht so gut an. Ja, dann hier hin und hier hin. Thank you.
einer. Das Ding wieder offen und freigeschaltet. Erste Amuletthälfte. Freigeschaltet. Ausgrabung. Ihr habt mit einer Bombe eine rissige Mauer gesprengt. Und ich kriege freigeschaltet. Ein Stern. Das war wahrscheinlich alles hier drin. Mal gucken, hier ist nichts, da ist nichts, gar nichts. Okay. Leider nicht mehr im Kopf, was ich noch alles machen muss heute. Hier. Guck ich mal. Ist irgendwie alles verbrannt. War ich hier schon mal? Ich glaube, hier war ich noch gar nicht, oder? Na, guck mal, hier muss ich flach rüber. Komme ich zwar zu der Brücke, aber nicht weiter. Und wieder ein Herz gefunden. Okay, hier komme ich nicht rechtzeitig hin, dass die Bombe mich hier durchlässt. Oh, hi. Seht euch um. Entschuldigung. So viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon den heiligen Hain befallen. Wir müssen nach Aoigai eilen und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden. Bevor es zu spät ist. Ja, dann gehen wir da doch mal hin, ne? Und wieder ein Kampf gegen eine Wespe und einen Pilz. Du könntest uns mal heilen. Und damit greife ich den Pilz an. Bevor wir ihn dann platt machen. 220 Gliss und 10 EP gewonnen. Yeah!
schnell zu dem Dorf. Der Pilz ist weg. Magie X-Kristall auf ihn. Dann ist es nur noch die große Schildkröte da. Und die machen wir auch kurz weg. Ja, ich wollte eigentlich X-Kristall, aber. Hab ich eben gesagt, ich wollte X-Kristall machen? So, ich greife ihn an. Und das war's dann auch schon. 400 Glitz und 18 EP gewonnen. Klink hat Stufe 7 erreicht, sein Wert für Leben wurde erhöht. Keres hat Stufe 7 erreicht, ihr Wert für Leben wurde erhöht. Yeah, wir haben mehr Leben gekriegt. So, jetzt sprechen wir mit deinem Onkel. Du bist nicht der Onkel. So, der Onkel steht hier bei dem Luftschiff. Wird geladen. Das ist der Onkel wahrscheinlich. Hallo Onkel. Gut, dass ihr eine Hälfte des Amuletts gefunden habt. Jetzt brecht zu den Ruinen von Sarundnak auf, um die andere zu suchen. Die Ruinen befinden sich im Nordosten von Aruga. Nie ohne Nordosten. Gut, machen wir. Ich wollte nicht zu der Alten wieder gehen, sondern ich wollte nach Nordosten. Die mit den Bomben. Ich trinke noch einen Schluck Tee, während ich durch das Dorf gehe. Und wundere mich kurz, warum mein Mauszeiger zu sehen ist. Egal. Der wird schon wieder verschwinden, wenn es wieder. Zu einer Mausschlacht kommt. Obwohl, so oft brauche ich die Maus gar nicht in dem Spiel. Gut, wir sind jetzt nach Norden. Raus und bis nach Osten. Und da schon wieder ein Kampf gegen eine riesen Schildkröte. Mit Rohren im Boden, die nach Super Mario aussehen. Magie, X-Kristall, auf die Schildkröte. Angreifen, Massaker. Und wir haben 200 Gliss und 8 DP gewonnen. So. Wir sind nach Osten, wir sind nach Norden. Und da ist das jetzt. Immer mehr Super Mario, schön. Angreifen die Feuerpflanze. Magie, heilen. Danke. Angreifen. Die Pflanze, das war. Die andere spielt bei Feuer. Magie, heilen. Gegenstände, Trank. Ich gehe ganz schön an Energie als Runde. Angreifen die Pflanze. Ach verdammt, das war eine Verkette lange geführt. Du solltest draufhauen. Magie heilen, beide. Angreifen Feuerpflanze. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt, aber ich greife sie trotzdem an. Oh, ich habe daneben geschlagen. Das sowas gibt hier. So, heilen brauchen wir glaube ich nicht mehr. Dafür darf ich dann. Darf sie jetzt mal den X-Kristall machen? Und damit hat sie auch mal einen Endschlag geschafft. Ja, Beschrifter, das stimmt.